Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserem nächsten Kingspan-Webinar. Herzlich willkommen auch Herr Scharrenweber von unserer Partnerfirma EJ. Ich freue mich, dass Sie heute hier als Referent dabei sind. Mein Name ist Katja Gessner, ich bin zuständig für das Marketing bei der Firma Kingspan. Ja, und ich freue mich, Sie alle hier zu begrüßen. Ganz kurz der Hinweis von mir vorab. Wir greifen gerne am Ende des Webinars wieder Ihre Fragen auf und versuchen, alle zu beantworten. Leider können wir Sie nicht mit dem Audio dazuschalten, aber Sie können gerne die Fragen stichwortartig über den Fragebutton eingeben. Ich werde die dann am Ende vorlesen. Ja, und ich denke auch, wir bekommen die alle beantwortet. Dann war es das auch schon von meiner Seite. Ich sage allen viel Spaß und würde jetzt mal uns beide hier mit dem Bild deaktivieren und dann geht es auch schon los. Ja. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu dem Webinar heute. Befestigte Auswahl im industriellen Leichtbau mit den Kingspan-Panelsystemen. Das hatte Frau Gessner gerade schon gesagt, ist auch von meiner Seite aus nochmal der Hinweis. Legen wir natürlich Wert drauf. Sie als Teilnehmer können anonym bleiben, können allerdings auch im Bereich Frage und Chat und wie auch immer oder in der Diskussion nachher kurz auch sagen, wer Sie sind. Kommen wir da an der Stelle tatsächlich zum nächsten Punkt. Wer bin ich? Ole Scharrenweber, seit 2014 bei Kingspan bzw. bei EJ, Entschuldigung, natürlich bei EJ im Außendienst tätig. Wir haben im Außendienst klassisch die Gebiete, hier steht noch Anwendungstechnik. Ist in dem Fall tatsächlich so ein Schulungsmaßnahmen, ein Geräteeinweisung, wie auch immer. Wir haben einen relativ breiten Punkt, den wir immer abdecken. EJ, sicherlich dem einen oder anderen Begriff, Qualität verbindet. Tatsächlich ein schöner Slogan, denn wir sind im Bereich der Befestigungsmittel Hidden Champion, würde ich mal sagen, ein innovatives, kerngesundes, inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Haben 36 Tochtergesellschaften, 3.500 Mitarbeiter und haben letztendlich insgesamt ca. 26.000 Produkte im Portfolio. Ja, tatsächlich beeindruckende Zahlen meiner Meinung nach, die man nicht so unbedingt immer vor der Brust hat. Die befestigte Auswahl im industriellen Leichtbau. Das Bild zeigt tatsächlich so den Klassiker, wo wir uns bewegen. Ein Industriebau, wie Sie ihn alle kennen, mit diversen Bereichen, wo befestigt wird im Dach und in der Wand. Und wir wollen uns jetzt heute mal beschäftigen damit, wie komme ich jetzt eigentlich, wenn ich halt tatsächlich an der Stelle hier die Fassadentafeln, die Sandwich-Elemente an die Wand bringen will, wie komme ich da zum richtigen Befestiger, wie komme ich zur richtigen Schraube? Ich habe es in folgende Punkte gegliedert. Wir haben die Übersicht der Produktvarianten und der Bezeichnungssystematik, damit man sich da auch im Kingspan-Katalog mit den Schraubenbezeichnungen auskennt. Dann wollen wir uns beschäftigen mit der Auswahl des richtigen Befestigers. Dann habe ich noch ein, zwei Verarbeitungstipps mitgebracht und wir können zum Abschluss gerne noch Fragen klären. In dem Bereich bewegt sich EJ mit seiner Kernkompetenz. Also wir haben diverse Befestigungspunkte auf diversen Befestigungsuntergründen und wir sind im Bereich der Bohrschraube tätig, wollen uns aber heute tatsächlich auch aufgrund der Zeit und des Partners Kingspan mit der Befestigung Sandwich-Element am Dach oder Sandwich-Element an der Wand beschäftigen. Damit wir da hinkommen, hier die klassischen Befestigungselemente, die wir im industriellen Leichtbau natürlich vorfinden. Einmal Gewindefurchenschrauben, die Bohrschrauben oder die Niete. Das ist das klassische Befestigungsmittel, wo wir uns im Bereich industrieller Leichtbau, Sandwich-Elemente, Montage, Kantteilbefestigung, Anbauteilebefestigung bewegen. Und auch das ist sicherlich tagesfüllend, damit wir hier an der Stelle heute vernünftig durchkommen. Kümmern wir uns hauptsächlich um die Bohrschrauben. Bohrschrauben klassischerweise mit einer Bohrspitze, also einem angesetzten Bohrer hier unten, oder einer ausgewalzten Spitze, die auch als Bohrschraube bezeichnet wird, weil die Material verdrängt und das Gewinde furcht.
So, wenn man den EOD-Katalog oder den Kingspan-Katalog auflegt, kommt man halt tatsächlich relativ schnell zu einer relativ wilden Bezeichnung, die allerdings, wenn wir es hier mal an der Stelle ein bisschen auseinanderziehen, kurz erklärt, sehr gut und sehr einfach zeigt, warum wir solche Bezeichnungsschlüssel überhaupt dabei haben. EOFAS ist an der Stelle nur in Anführungsstrichen erstmal ein Markenname. Bei dem J geht es allerdings direkt schon in ja, so ein bisschen ins Eingemachte. Jede Schraube, die Sie im Bereich industrieller Leichtbau einsetzen und die eine Zulassung hat, muss eine Kopfprägung haben, so wie die Schraube hier im Bild oben mit dem J. Heißt, alle Schrauben, wo Sie diese Prägung im Kopf sehen, wissen Sie, dass es eine zugelassene Schraube ist. JF ist in dem Fall die Markenbezeichnung bei EOD für eine ausgeformte Spitze, die das Material verdrängt. Die 3 zeigt immer an, mit welchem Werkstoff wir bearbeiten. Da komme ich gleich im Folgenden noch tiefer drauf zu sprechen. 2H ist an der Stelle einmal die Bohrleistung für 2 mm. Also diese Schraube würde an der Stelle 2 mm Blech verdrängen können oder 2 mal 1 mm Blech, weil es eine klassische Verbindungsschraube ist in dem Fall. Und das H heißt Hinterschnitt. Ich habe hier jetzt an der Stelle durch die Dichtscheibe nicht zu erkennen, einen sogenannten Hinterschnitt. Das ist ein gewindefreier Bereich, wo die beiden Bleche, die ich miteinander verbinden will, eingezogen werden und somit eine prozesssichere Verbindung der Schraubverbindung herstellen kann. Also 2H ist Bohrleistung mit Hinterschnitt. 4,8 ist der Durchmesser der Schraube. Heißt von hier bis Außenkante des Gewindes. Auch da habe ich gleich nochmal eine Zeichnung, können wir uns gleich nochmal drum kümmern. 19 ist die Länge der Schraube und E14 würde dementsprechend an der Stelle bedeuten, unsere Dichtscheibe, die wir für diese Schraube vorgesehen haben, ist von hier bis hier 14 mm und ist mit einem EPDM auf der Unterseite 2 mm stark beaufschlagt, sodass ich da eine extrem gute Abdichtung hinbekomme. Diese Schraube in ganz klein haben wir halt letztendlich auch nochmal in ganz groß und auch hier ein bisschen auseinandergezogen, damit wir hier auch nochmal schnell durch die Bezeichnung durchrauschen können. EOD an der Stelle tatsächlich auch wieder der Markenname. Sie sehen hier oben auch wieder die Kopfprägung mit dem J. Heißt, unsere Herstellerkennzeichnung, weil es eine zugelassene Schraube ist, ist auch hier in dem Kopf mit eingeprägt. An der Stelle die erste Änderung, T ist die Spitzenform, ist auch an der Stelle hier gut zu erkennen. Wir haben hier einen klassischen kleinen Bohrer dran für ein einmaliges Bohren, ja, optimiert und performt. Deshalb nicht klassisch so ein Spiralbohrer, sondern mit einer langen Bohrflut versehen. 3 ist an der Stelle wieder der Werkstoff, auch hier eingeprägt oben, Thema Zulassung. Ich muss, wenn ich im industriellen Leichtbau Sandwich-Elemente verarbeite, im bewitterten Bereich Edelstahl einsetzen. Und das ist die Bezeichnung bei EOD für die Schraube zugelassen, Bohrspitze dran, die 3, dass wir im Grunde von hier oben bis weit hier runter ein Edelstahl A4 verwenden oder ein Edelstahl A2 verwenden und im angesetzten unten Bohrbereich einen Werkstoffschall haben. Heißt, wir haben einen Edelstahl-Bimetallschraube. D ist in dem Fall die Kopfform. Sie sehen hier leichtes Unterkopfgewinde, sagen wir dazu. Das ist halt ein Distance. Klassische Schraube zur Verwendung im Bereich Sandwich-Elemente, um an der Stelle wirklich auch die Außenschale des Sandwiches sauber nochmal unter den Kopf der Schraube zu befestigen. Analog zu der Schraube eben haben wir hier 6H, die Bohrleistung, also 6 mm, wie hier zu sehen ist, aber auch den Hinterschnitt, um zu sagen, ich kann die Außenseite des Sandwich-Elementes sauber in die Pressung der Dichtscheibe reinbringen, sodass ich da nochmal gewährleistet habe, dass ich eine prozesssichere, saubere, abgedichtete Schraubverbindung bekomme. 5,5, 6,3 sind die Durchmesser, 5,5 hier unten klassischerweise für die Bohrschrauben und 6,3, damit ich dann im Grunde genommen tatsächlich auch an der Stelle das etwas aufgeweitete Außenschale vom Element angepresst bekomme. 6,3, 267 Länge ist auch analog zu eben. E16 heißt, wir haben an der Stelle eine 16 mm Dichtscheibe. Auch hier Dichtscheiben 16, 19, 22 mm sind da die gängigen Maße entsprechend der Bezeichnung im Katalog zu finden.
Also haben wir im Grunde genommen tatsächlich relativ schnell die Möglichkeit, aufgrund dieses langen Kürzels zu erkennen, welche Schrauben man wann wofür eventuell benötigt. Das nächste Bild zeigt dann jedoch wiederum eigentlich ein und dieselbe Schraubengeometrie mit verschiedenen Bezeichnungen, mit verschiedenen Werkstoffen für verschiedene Bauteile. Und damit wird im Grunde genommen auch klar, warum wir tatsächlich so eine in Anführungsstrichen wilde Bezeichnung benötigen, weil die Schrauben tatsächlich entsprechend ihres Einsatzzweckes, ihres Einsatzortes natürlich aus verschiedenen Werkstoffen, JT2 zum Beispiel im Bereich verzinkt, im Innenbereich einsetzbar, in der Tragschale zum Beispiel, oder JT3 als Bimetallschraube, hier angedeutet mit dem roten Bereich für den Werkstoffstahl, alles weitere ist ein Edelstahl. JT6 wäre eine A4 Edelstahlschraube oder eine Ganzedelstahlschraube zur Anwendung in Aluminium. Und auch hier erkennt man dann tatsächlich ein und dieselbe Geometrie, ein und dieselbe Art der Schraube ist für verschiedene Bereiche nötig und dementsprechend benötigt man auch an der Stelle wirklich diese verschiedenen Bezeichnungen. Das Ganze zeigt sich dann natürlich auch nochmal mit der anderen Spitzenform in analog. Ich habe halt auch hier verschiedene Bereiche im nicht bewitterten Bereich, im bewitterten Bereich mit der JF3, im Edelstahl, auch hier wieder mit der roten Spitze gekennzeichnet. Für Schulungszwecke an der Stelle hier gekennzeichnet, die kommt nicht mit roter Spitze auf die Baustelle. Aber auch tatsächlich hier muss ich wissen, was will ich wo wie befestigen. Also eine Edelstahl-Variante mit der roten Spitze hier kann ich natürlich auf Stahl oder Aluminium oder auch auf Holz befestigen. Eine Ganzstahlschraube wiederum kann ich halt nur wieder im Bereich verzinkt, im Innenbereich verwenden. So, und damit diese ganzen Sachen, langer Name und Geometrie und Schraube irgendwie deutlich wird, steigen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die Schraube ein. Und zwar müssen wir wissen bei Schrauben, wann brauche ich wo welche Einsatzzweck, sprich Sandwich an irgendeine UK, Holz oder HTU-Schiene oder Stahl, ist in dem Fall egal. Ich muss also wissen, was habe ich im Grunde genommen zu befestigen. Ich bin im Außenbereich, ich darf also quasi nur noch mit einer Edelstahlschraube arbeiten, heißt, ich brauche an der Stelle die JT3-Schraube. Warum ist jetzt wichtig zu wissen, wie lang ist der Bohrer hier unten oder wie lang ist die Klemmdicke? Weil nur so kommen wir tatsächlich nachher zum richtigen Bereich. Die Bohrer sind unglaublich wichtig, weil ich halt wissen muss, wie stark die UK ist. Und der Einsatzbereich Klemmdicke ist so wichtig, weil ich an der Stelle hier eine Bimetallschraube habe, wo ich wirklich nur den Bereich Edelstahl im Bereich Unterkonstruktion und anzubauendes Bauteil im bewitterten Bereich haben darf. Alles, was hier unten quasi bohrt, was die Leistung der Schraube ausmacht, muss im Innenbereich der Gebäudehülle liegen. Also nicht im Bereich der UK, sondern schon darüber hinaus. An den beiden Bildern hier ist gut zu erkennen, Thema Klemmdicke ist an der Stelle wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Die JT2-Schrauben, also aus für Einsatz für Werkzeugstahl, für eine Tragschale oder eine JT4 im Bereich Ganzedelstahl, hat halt nicht diesen angeschweißten Teil und dementsprechend ändert sich die Klemmlänge an der Stelle. Das sehen wir jetzt an der nächsten Folie, wie man da vernünftig argumentiert oder wie man da letztendlich den richtigen Befestiger raussucht. Neben der Klemmdicke, zu der wir gleich noch weiterkommen, ist tatsächlich ganz elementar wichtig die Bohrleistung der Schraube. Also ich muss zusehen, dass ich weiß, wie dick ist meine UK und wie dick ist mein anzubauendes Teil. Denn diese beiden Bereiche, UK und anzubauendes Bauteil, müssen im Grunde genommen von diesem Bohrer, der hier unten angesetzt ist, durchdrungen werden. Im Bereich des Sandwiches von Kingspan sind wir natürlich so, dass wir den Bohrer unten immer größer dimensioniert haben, weil wir natürlich hauptsächlich durchs Anbauteil, durch die UK müssen. Heißt, die dünnen Bleche von Deckschale und Unterschale haben wir dementsprechend natürlich schon durchbohrt. Heißt, die Bauteilklemmdicke
Bohrleistung muss dem Anbau, der UK geschuldet sein. Heißt, Bohrkapazität bei Sandwich-Elementen ist Dicke der UK. Dieser Punkt ist ganz elementar, denn letztendlich kommen wir, und das sieht man jetzt auf dieser Folie, mit einer Schraube durch ein Blech durch in die UK. Und warum muss ich jetzt wissen, wie groß muss ich meinen Bohrer dimensionieren? Ich komme immer weiter rein in mein Bauteil und merke auf einmal, die Schraube bleibt hängen, weil, hier nochmal groß gezogen, dieser Bohrer an den Bohrschrauben ist für einmaliges Bohren optimiert. Ich habe also tatsächlich eine extrem geschärfte Bohrspitze mit einer sogenannten Spanflut. Und dieser Bereich ist die sogenannte Bohrleistung. Und das ist halt dementsprechend elementar wichtig. Weil diese Schraube nur für einmalige Verwendung angesetzt ist, habe ich halt keinen Spiralbohrer an der Stelle, sondern tatsächlich diesen langen, ausgezogenen Bohrer, der einen extrem guten Vorschub der Schraube im Material bietet und eine prozesssichere und schnelle Verarbeitung gewährleistet. Heißt aber, ich muss im Vorfeld wissen, wie ich diese Sache dimensioniere. Heißt, zu geringe Bohrleistung bei einem zu dicken Stahl führt dazu, dass die Schraube hier an der Stelle versagt. Die frisst sich fest, verglüht und ich komme nicht durchs Material, weil der Span nicht abfließen kann. Jetzt könnte man ja umgekehrt sagen, dann dimensioniere ich jede Schraube mit einer wahnsinnig großen Bohrleistung und kann alles erschlagen. Ist aber auch nicht so. Was wir auf dieser Folie nochmal zeigen möchten, zu erkennen, eine Schraube mit einer relativ langen Bohrflut, heißt mit einem ganz langen Bohrer dran, die gehen bis zu 16 mm Stahlbohrleistung, kann ich jetzt ja relativ spielen und leicht durch dieses Blech durchjagen und durchs zweite Anbauteil, sprich die lastaufnehmende Blech auch mitnehmen. Merke aber an der Stelle, eigentlich ist die Schraube relativ jackelig. Wie kommt das? Ist an der Stelle hier zu erkennen, wenn wir es nochmal rausziehen. Ich habe natürlich aufgrund der Tatsache, dass wenn ich mehr Material wegnehmen muss, unten einen wesentlich breiteren Bohrer im Durchmesser hier unten. Also nicht nur die Bohrlänge an der Stelle, sondern auch die Bohrdurchmesser werden größer in dem Moment, wo ich durch dickeres Material muss. Heißt umgekehrt, alle statischen Lasten, die ich gemäß ETA und EJ hat nur zugelassene ETA-Befestiger, kriege ich überhaupt gar keine Lasten mehr abgetragen, weil ich tatsächlich zu groß bohre. Das heißt, ich muss tatsächlich mir jedes Mal, wenn ich ein Sandwich-Element auf ein C-Profil oder auf einen Stahlträger oder auf eine HTU-Schiene oder auf wie auch immer befestige, immer wieder im Klaren darüber sein, dass die Bohrleistung schon einen elementaren Einfluss darauf hat, ob ich den Befestiger oder auch wie ich den Befestiger mit der entsprechenden Last festbekomme. Der weitere Punkt, wo wir eben schon kurz drüber gesprochen haben, ist das Thema Klemmdicke bzw. Klemmlänge. Ich muss immer zusehen, dass ich im Grunde genommen unter der Dichtscheibe hier bis zu meinem unterkante lastaufnehmendes Bauteil letztendlich entsprechend lange Befestiger auswähle, weil nur der Bereich von hier oben bis dann hier unten tatsächlich Edelstahl ist und nur das ist laut Zulassung richtig und auch letztendlich in den IFBS-Montagerichtlinien und in der Zulassung geregelt, dass nur bei zwei Stahlschrauben der Edelstahl im bewitterten Bereich verwendet werden darf. Das heißt, meine Klemmdicke ist neben der Bohrleistung das meiner Meinung nach elementare Element, um festzustellen, welche Schraube muss ich für welchen Anwendungszweck benutzen. Das Ganze wird an dieser technischen Zeichnung nochmal einen Tick deutlicher. Um letztendlich den richtigen Befestiger auszuwählen, muss ich halt tatsächlich die Bohrkapazität hier unten, Bohrerlänge, entsprechend Anbauteil, entsprechend aufnehmenden, lastaufnehmenden Teil und der Höhe des Sandwich-Elementes ermitteln. Die Klemmlänge ist dabei Unterkante plus Dichtscheibe plus Höhe des Sandwich-Elementes plus die Materialstärke des lastaufnehmenden Unterkonstruktionsteils ergibt die maximale Klemmlänge.
Wir können an der Stelle tatsächlich relativ schnell und leicht und praktikabel zusammenfassen, wenn man sich diese Frage auf der Zunge zergehen lässt oder im Hinterkopf behält. Was möchte ich wie und worauf befestigen? Auch hier nochmal eine kleine Auflösung oder beziehungsweise eine kleine Erklärung, die relativ schnell zum Ziel dann führt. Was ist immer die Frage, welches Sandwich-Element habe ich? Also ich muss die Bezeichnung haben und ich muss letztendlich für weitere Zwecke auch die Farbe wissen und ich muss die Aufbauhöhe wissen und ich muss mein Bauteil kennen, was ich befestigen möchte. Wie ist halt die Frage nach dem Produkt von EOS-Seite aus? Also ich habe die Möglichkeit im Dach natürlich spanlos im Obergurt oder im Untergurt zu befestigen. Ich kann bei einem Wandelement eine sichtbare oder eine unsichtbare, also eine nicht sichtbare Befestigung haben und kann natürlich zwischen spanlos oder bohrend entscheiden. Und worauf ist letztendlich noch die nächste Frage, die dann auch relativ schnell zum Ziel führt. Worauf ist natürlich die Frage nach der Unterkonstruktion? Was habe ich letztendlich? Habe ich einen dicken Stahl? Habe ich irgendwie nur ein C-Profil? Habe ich eine HTU-Schiene oder bin ich sogar ein Holz? Und um das hier mit Rot-Gelb-Grün nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir das mal anhand eines KS1000RW mit 80 mm Kerndicke auf einer Stahl-UK 10 mm mit einer Bohrschraube im Obergurt ein wenig aufgelöst, um dann tatsächlich anhand dieser Frage, was möchte ich wie und worauf befestigen, komme ich dann nämlich tatsächlich zu dem Punkt, dass ich mir als erstes angucke, ich habe hier ein KS1000RW 80, hat also 80 mm Kerndicke plus die Profilhöhe von 35 mm. Das steht hier. Das ist also tatsächlich mein Anbauteil. Ich habe dann meine 3 mm Dichtscheibe. Das sind diese 3 mm. Ich habe meine 10 mm UK Stahl in dem Fall. Muss also mit der Klemmdicke 128 mm Folgendes erschlagen. Ich will das festmachen auf der UK. Die gibt den Bohrdurchmesser und die Bohrleistung an. Bin also in dem Moment wieder bei einer Bohrschraube JT3 12, um 10 mm Stahl zu durchbohren. 5,5 ist vorgegeben von Herstellerseite aus, ist der Durchmesser der Schraube. Und ich wähle an der Stelle die 178er Schraube, weil tatsächlich im Katalog die Klemmlänge angegeben ist. Und ich bin hier bei 128 mm ziemlich gut dabei mit der 178er Schraube. Ich würde an der Stelle nicht auf die 158er gehen, um irgendwie 2 Cent zu sparen. Ich habe hier und da sicherlich auf der Baustelle mal irgendwas auszugleichen. Ich habe irgendwo Differenzen in irgendwelchen und Toleranzen in irgendwelchen Stützen, in irgendwelchen Dachaufnahmefetten oder lastaufnehmenden Bauteilen. Diese 3 mm, die sind schnell verspielt. Also da würde ich tatsächlich der Anwendung folgend eher in den Bereich gehen und dann tatsächlich mit der Schraube, die hat ausreichend Gewindegänge, so zu befestigen, dass ich hier sauber mit dem gesamten Edelstahl im bewitterten Bereich bin und unten zusehe, dass ich die angeschweißte Stahlspitze in den Innenbereich bringe. Heißt, wir können das Ganze nochmal auf Holz durchspielen, weil wir da ja natürlich genauso die Möglichkeit haben der Befestigung. Was möchte ich wie, worauf befestigen? Ich bleibe in dem Fall bei dem KS1000RW, 80 mm Kerndicke, möchte diesmal auf einem Holz befestigen und möchte das Ganze diesmal spanlos, deshalb auch hier wieder die Bezeichnung JF, befestigen mit einer spanlosen Schraube im Obergurt. Auch hier können wir wieder gucken, Kerndicke 80 mm haben wir hier, die Profilhöhe 35 mm haben wir hier, die 3 mm kommen jetzt hier in dem Fall aus der Kalotte und der Lichtscheibe. 80 plus 35 plus 3 sind die 118 mm. Und auch hier finde ich wieder in der Bezeichnung im Katalog tatsächlich direkt die Nummer JF3 68 ist der Durchmesser,
Ich bin im zugelassenen Bereich. Ich habe eine spanlose Befestigung mit dem F4. Ich habe eine Edelstahlschraube mit einer angeschweißten Stahlspitze und komme letztendlich bei der 180er Länge raus, aufgrund der Tatsache, dass die Klemmlänge an der Stelle 100 bis 130 mm betrifft. Da bin ich mit den 118 mm ziemlich genau mittig drin und erreiche dementsprechend bei einer 180er Schraube mit dem 118 mm Aufbau eine Eindringtiefe von ca. 60 mm im Holz. Jetzt wird der ein oder andere sagen, warum 60 mm? Ich muss auch hier bei der Schraube darauf achten, ich darf nur mit dem Bereich, der nicht Stahl ist, sondern nur mit dem Edelstahlbereich im Holz bleiben. Dann würde ich hier unten angeschweißte Bohrspitze abziehen, bin immer noch um und bei 40 mm drin, aber das ist letztendlich auch die Aussage, wo EOT sich immer wieder darauf festlegt, wir wollen 40 mm rein, um halt auch hier die Kraftübertragung maximal zu gewährleisten. Thema Randabstand und Eurocode sagt zwar nur viermal Dicke der Holz oder viermal Dicke der Schraube muss ich ins Holz rein, aber ich weiß von oben sehend nie, ob ich hier mit meinem Randabstand hinkomme und dementsprechend, je tiefer ich da reinkomme, desto besser kriege ich meine Haltewerte auch an der Stelle übertragen. Heißt, ich komme hier raus bei der JF3, 6,8 mal 180 E16, nehme die Kalotte, passend zum Sandwich-Element von Kingspan, die 3225 mit dem Radton dazu und ergänze meine Längsstoßschrauben, die hier im Stoß der Sandwich-Elemente alle 50 mm befestigt werden und kann an der Stelle sagen, ich bin fertig an der Stelle. So, wie komme ich jetzt an der, in dem Bereich dazu, eine gewisse Masse hinzukriegen? Ich bin gerade am Schreibtisch, muss irgendwo ein Angebot erfassen. In aller Regel kommt man mit 2,5 Befestigern pro Quadratmeter im Bereich Dach oder im Bereich Wand hin. Es werden meistens ein Tick weniger, wenn man eine richtige Berechnung anstellt. Für die Angebotslegung würde ich tatsächlich, oder mache ich es zumindest, mit 2,5 kalkulieren. Und bei den Längsstoßbefestigern bin ich tatsächlich so, laut IFBS-Richtlinie muss mindestens alle 50 cm befestigt werden. Ich habe eine Paneelbreite von 1 Meter, heißt, ich komme auf einen Quadratmeter mit 2 Schrauben hin, heißt Quadratfläche, Quadratmeter mal 2, dann bin ich im Grunde genommen immer ganz gut dabei und habe an der Stelle schon auch die Längsstoßschrauben ermittelt. So, diese Schraube ließe sich theoretisch sogar auch gut für Firstblech oder für Ortgangbleche oder Kantteile oder irgendwie Rinneneinlauf verwenden. Wenn man da dann auf volle VE geht und nachher irgendwie 100 Schrauben übrig hat, müsste ich nicht mal nieten, sondern könnte auch die Schraube für Kantteile tatsächlich an der Stelle verwenden. Genau, das ist der Einsatzort, Längsstoßbefestiger und nochmal der Hinweis vom IFBS, mindestens alle 500 mm. Das darf nicht überschritten werden. Dementsprechend komme ich dahin. 2 Schrauben pro Quadratmeter ergibt mir die Anzahl an Längsstoßbefestigern. Alle Schrauben, hatte ich Ihnen erzählt, sind bei EOT tatsächlich durch Zulassungen abgedeckt. Heißt, wir haben im Kingspan-Katalog dementsprechend halt auch nur zugelassene Befestiger. Ist an der Stelle sicherlich nicht ganz so, ja, diskussionswürdig jetzt hier gerade, wer da Fragen hat. Die Sachen sind alle letztendlich auf der Internetseite zum Download bereit. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz interessant. Je größer die Objekte werden und irgendwie sind wir ganz häufig auch wirklich bei großen 20.000 bis 30.000, 40.000, 50.000 Quadratmeter großen Logistikcentern unterwegs. Wir sind mit allen Schrauben, die wir im Bereich Bohrschraube und Spanlosschrauben und Sandwichschrauben, die auf HTU-Schiene befestigt werden, FM-approved zertifiziert. Das heißt, auch hier können wir letztendlich liefern und uns da an der Stelle auch ganz gut vom Wettbewerb mit absetzen. Also eine sehr hochwertige Schraube in dem Fall. Umweltdeklaration beachten wir natürlich auch. Und das soll es an der Stelle von meiner Seite aus sein. Vielen Dank zunächst fürs Zuhören. Und ja, wir stehen jetzt im Grunde genommen die letzten Minuten noch gerne für Fragen
zur Verfügung. Und ja, ich bin gespannt, ob sich da gleich die einen oder anderen beteiligen, beziehungsweise ob Frau Gessner vielleicht irgendwas auch im Chat notiert hat, wie auch immer. Gerne. Hier bin auch ich wieder dabei. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich bin sicher, da kommen hier und da noch kleine Fragen. Ich nehme die gerne entgegen, wie gesagt. Machen Sie sich die Mühe und notieren die eben kurz im Chat, dann lese ich die gerne vor. Bislang gibt es die Frage nach Kalotten. Sind die obligatorisch? Müssen die immer eingesetzt werden oder in welchen Fällen? Tatsächlich, Kalotte, schönes Thema, danke, ist optional. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die wir Land auf, Land ab immer wieder empfehlen und letztendlich auch in der Richtung wahnsinnig positive Rückmeldungen kriegen, dass wenn wir die Leute argumentatorisch überzeugt haben davon. Also ich habe tatsächlich eine wesentlich sauberere Abdichtung im Dach und ich habe extrem prozesssicherere Montage durch die Kalotte. Ich habe durch diese, ich scroll noch mal ganz kurz zurück, dann können wir das vielleicht einmal noch mal kurz zeigen im Bild. Ich habe durch diese Kalotte hier oben, die angezeigt wird, eine wesentlich bessere Krafteinleitung der Schraube, der Dichtscheibe auf die Kalotte ins Profil hinein. Heißt, ich erzeuge wesentlich höhere Überknöpfwerte. Heißt, die eigentliche Verbindung wird einen Tick fester. Ich habe eine zusätzliche Dichtebene durch das EPDM, was man hier erkennen kann. Und ich habe im Grunde eine gewisse Montagesicherheit, dass wenn ich die Schraube hier jetzt einen Tick zu fest andrehe, weil, was weiß ich, kurz abgelenkt und der Schrauber nicht richtig läuft oder was auch immer, überträgt die Kalotte hier die Kraft viel besser auf den Obergurt und die Schraube würde den Obergurt gar nicht eindellen. Also ist eine Empfehlung, ist aber tatsächlich immer wieder eine Aktion, wo ich ganz froh bin, wenn die Leute fragen, warum und wofür und kann ich nicht auch ohne? Ja, man kann ohne, aber nein, ich würde es immer wieder mitmachen, definitiv. Gut, danke. Dann kommt hier ein Hinweis, ist bei der Klemmlängenberechnung Dichtscheibe und Kalotte anzunehmen, fehlte in der Berechnung? Vielleicht eine Frage? Ja, guter Hinweis tatsächlich, danke. Ist richtig, ich muss, beziehungsweise die Schrauben kommen tatsächlich schon immer mit Klemmlänge und das ist im Katalog berechnet. Ich setze die Klemmlänge unterhalb der Dichtscheibe an. Also die 3 mm, das ist, danke für den Hinweis tatsächlich, Fauxpas meinerseits gewesen. Ich habe hier die 3 mm für die Kalotte angesetzt. Also das sind die 80 mm Klemmdicke des Sandwich-Panels, der Kerndicke, die 35 mm Profile und die 3 mm der Kalotte plus die 10 mm Stahl. Also heißt, ich bin von Unterkante der Dichtscheibe bis Unterkante des lastaufnehmenden Unterkonstruktionsbauteils. Das ist meine Klemmlänge. Klemmdicke, Entschuldigung, die Klemmdicke, ja. Okay, danke. Dann noch zu dem Werkzeug. Gibt es bestimmt oder gibt es eine Empfehlung in Sachen Werkzeug? Ja, werden wir auch häufig darauf angesprochen und leider doch das ein oder andere Mal auf eine Baustelle rausgerufen, dass eine Schraube mal nicht funktioniert hat, wo sich dann hinten raus leider feststellen ließ, dass die Leute gerne mit einem Schlagschrauber arbeiten. Das sollte tunlichst vermieden werden. Die Schraube, hatte ich jetzt mehrfach erwähnt, ist für einmaliges Eindrehen in die UK extrem, ja, salopp gesagt, ausgelutscht im Sinne von optimiert für schnelles und sauberes, prozesssicheres Eindrehen. Dieser Prozess ist drehzahlabhängig und auch tatsächlich schraubeabhängig. Ich sollte nicht mit einem Schlagschrauber arbeiten, der dann im Grunde genommen zusätzliche Drehmomente und zusätzliche Power auf die Spitze einwirkt, sodass die tatsächlich an der Stelle leidet. Wir haben im Katalog einen sogenannten Schnellbauschrauber, einen Metallbauschrauber, der durch diverse Zusätze optimal eingesetzt werden kann im Bereich der Sandwichmontage. Und zwar haben die eine einstellbare Drehzahl, die bei uns in den Kartons mit angegeben ist, 1400 Umdrehungen.
Und ich kann mit einem sogenannten Tiefenanschlag genau einstellen, wie tief soll meine Schraube jetzt bis auf die Kalotte laufen. Oder wenn ich jetzt theoretisch eine Wandmontage habe mit sichtbarer Schraube, dann kann ich an ein, zwei Stellen mir den Tiefenanschlag so einstellen, dass jede Schraube optimal angezogen wird und der Tiefenanschlag dafür sorgt, dass die Schraube im Grunde genommen nicht eine Delle ins Sandwich-Element reinzieht, aber trotzdem eine ausreichende Pressung der Dichtscheibe hervorbringt. Okay, da kommt noch ergänzend die Frage, was passiert mit der Bohrspitze, wenn ich eine zu hohe oder zu niedrige Drehzahl wähle? Also zu niedrige Drehzahl ist in Anführungsstrichen blöd fürs Portemonnaie, weil die Monteure zu langsam sind an der Stelle oder es passiert mit der Schraube denn nichts. Ich reize aber nur die Performance der Schraube nicht richtig aus und bin eigentlich zu langsam denn dabei. Bei zu hoher Drehzahl und eventuell natürlich auch zu viel Druck gleich bei Beginn des Schraubvorgangs oder wie auch immer, kann dazu führen, dass die Bohrspitze tatsächlich abbricht oder verglüht oder dass halt tatsächlich der Bohrvorgang an der Stelle auch wieder ewig lange dauert, weil die Bohrspitze dann natürlich irgendwo relativ schnell stumpf wird, wenn ich zu viel Hitze da reinbringe durch zu schnelles Drehen. Dann noch eine Frage, darf man den Schraubenüberstand im Innenbereich abschneiden? Auf gar keinen Fall. Und wenn ja, an welcher Stelle? Auf gar keinen Fall. Ich gehe auch hier nochmal einen Tick zurück. Und zwar hierher. Ich habe vorhin erzählt, ich bin von Schraubenkopf bis auf diese Höhe hier mit Edelstahl unterwegs. Und ab hier habe ich die sogenannte Wärmeeinflusszone. Das kann ich Ihnen an der Stelle hier nochmal zeigen. Dieses WEZ-Wärmeeinflusszone. Das heißt, ab hier, das was rot ist, ist dieser einsatzgehärtete Werkzeugstahl. So, hier endet jetzt meine UK und das ist alles im Innenbereich sichtbar. Wenn ich jetzt anfange, hier mit Kneifzange oder mit Flex oder wie auch immer abzutrennen, habe ich definitiv eine Gefügeänderung, die bis in den tragenden Teil reingeht und ich bin somit sofort außerhalb der Zulassung. Diese Gefügeänderung hat zur Folge, dass ich keine Kraftübertragung mehr im lastaufnehmenden Bauteil habe. Und selbst die Tatsache, wenn ich mit der Flex hier arbeite, fliegen Funken und diese kleinen Funken hinterlassen auf der Innenseite der Schale überall hässliche kleine Brandflecken, was auch niemand haben möchte. Wenn das Ganze jetzt in Richtung Verletzungsgefahr zielt, haben wir tatsächlich an der Stelle ja häufig eigentlich C-Profile, wo keiner irgendwie hintergreift und sich verletzen könnte. Oder wenn die wirklich jetzt sichtbar ist, die Schraube, dann gäbe es hier an der Stelle sogenannte Gewindeschutzkappen, die dann im Grunde genommen die Verletzungsgefahr minimieren. Müssten aber tatsächlich natürlich nach Montage von innen händisch aufgedrückt werden, die Sachen. Also das sind dann kleine gummierte ja, Hülsen, die dann letztendlich die Bohrschneide abdecken. Noch eine Frage. Ich denke mal, damit können wir das dann auch abschließen heute. Häufig sehe ich die Befestigung in der Tiefsicke. Das heißt, man spart sich die Kalotte. Die Unternehmer weisen teilweise darauf hin, dass sie mit dieser Art der Befestigung keine Probleme bezüglich Dichtigkeit haben. Ist die Befestigung der Sandwich-Elemente in der Tiefsicke auch mit der Zulassung konform? Ja. Ist tatsächlich, ich gebe an der Stelle immer zu bedenken, wir befestigen dann, wenn wir im Bereich natürlich Dach sind, nur da habe ich ja dann die Tiefsicke, da ist die wasserführende Schicht. Heißt, ich habe irgendwann, wenn ich ein Dach 1000 Quadratmeter habe, irgendwelche Monteure auch am Start, die nicht alles, das ist menschlich an der Stelle zu 100% prozesssicher sind. Ich habe also an der Stelle immer irgendwo so ein bisschen die Gefahr, dass ich mir selber während der Montage irgendwo eine Leckage ziehe, weil die Schraube schräg angesetzt ist und die Dichtscheibe nicht richtig dicht ist oder ich zu tief reingezogen habe und mir tatsächlich einen kleinen Krater in die Oberfläche ziehe oder tatsächlich sogar nicht darauf geachtet wurde, dass wenn ich wirklich ja auch konstruktionsbedingt dem Fall, dass ich in der Tiefsicke montieren muss, nicht eine 22er Dichtscheibe genommen habe, sondern nur eine 16er. Heißt,
Wenn möglich, bitte immer argumentieren in den Obergurt mit Kalotte, wenn das letztendlich nachher nicht gewünscht ist oder konstruktiv nicht möglich ist. Mindestens die 22er Scheibe nehmen, damit ich auch da an der Stelle ein bisschen bessere Möglichkeit habe, das Wasser auf der Außenseite der Haut zu lassen. Gut, ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt doch noch alle Fragen beantworten konnten. Hat mich ja gefreut, dass da noch einige im Nachgang kamen. Ja, dann würde ich sagen, danke ich Ihnen allen, natürlich besonders dem Referenten Herrn Scharrenweber, aber auch allen Zuhörern. Freue mich, wenn wir Sie auch beim nächsten Webinar wieder begrüßen dürfen. Das nächste wäre am 29.04. Da geht es um das Thema effizienter Kühlhausbau. Auch sehr interessant, denke ich. Ja. Dann sage ich für heute ganz herzlichen Dank und wenn im Nachgang noch Fragen kommen, melden Sie sich gerne bei uns. Ihnen werden auch noch mal die E-Mail-Adressen zugesendet. Von daher kontaktieren Sie uns, falls da im Nachgang noch Fragen kommen. Und ja, für heute herzliches Dankeschön. Bis zum nächsten Ja, Mal. Tschüss. danke, tschüss.